Hallo Leute, willkommen zurück hier zu Spider-Man mit dem Ralf. In der letzten Folge haben wir MJ im Central Park ein wenig verärgert, weil wir die, naja, versucht haben zu retten, das dann aber irgendwie, naja, nicht schief gegangen, nicht ganz, aber haben sie ja gerettet, aber sie war gar nicht in unmittelbarer Gefahr. Sie war zwar in Gefahr, aber nicht in unmittelbar. Und ja, konnte dadurch nicht genug Informationen sammeln. Und da war es dann letztendlich wieder ein bisschen pissig auf uns. Wir haben eine Geiselnahme verhindert und wir haben davor eine nächste Nebenmission. Der gute Otto hat sich auch gemeldet. Aber um den kümmern wir uns erst später. Das ist Miles Mutter. Hallo? Mr. Parker, hier spricht Rio Morales. Vielen Dank, dass Sie Miles den Job im Pfiest-Asyl besorgt haben. Gerne. Und nennen Sie mich Peter. Mr. Parker ist vermutlich etwas gesetzter als ich. Ich muss sagen, er hat Vorbehalte. Ich habe ihn vor die Wahl gestellt. Das oder mehr Therapie. Er braucht das. Er will kein Opfer sein oder bemitleidet werden. Verstehe. Ich bin auch so. Ich sage es Tante May und bin an seinem ersten Tag auch da. Danke nochmal. Das bedeutet uns beiden viel. Na dann. Tick-Tack, Tick-Tack. Spider-Man, mein Tracker hat noch mehr Leute von der Party entdeckt, die vielleicht... du weißt schon. Er heißt Ethan Albright, Lehrassistent Biochemie. Ist nicht zum Kurs erschienen. Meine Software hat ihn auf einem Foto entdeckt, aber er fehlt auf anderen Fotos vom gleichen Ort. Wir müssen's probieren. Ich versuche, den Ort zu finden. Danke. Boah, das könnte ja überall sein. Spur. Ich muss den Ort finden. Ist die U-Bahn, ist die oberirdische U-Bahn-Station verzeichnet? Was müsste einer der beiden hier sein? Hier ist eine U-Bahn. Hier. Spider-Man, ich habe mit Carl geredet. Er fühlte sich bis zum Barbecue gut. Was es auch immer war, es überfiel ihn nach der Halloween-Party. Eine verzögerte Reaktion, nicht gut. Vielleicht laufen solche verdorbenen Zeitbomben überall in Manhattan rum. Anscheinend ist am Ende der Gleise eine Brücke. Ja, wie gesagt, einer der beiden, die ich gerade ausgewählt habe, die rechte oder die linke. Also muss auf jeden Fall Harlem sein, so wie das aussieht. Lees Verderbtheit ist erschreckend. Wirklich niemand ist sicher. Bin ja an feindselige New Yorker gewöhnt, aber das ist ein ganz neues Level. Gut, dass ich Philipp auf meiner Seite habe. Der Typ hat ganz schön was drauf. Ich sehe Hochbahnen. Die sind nordöstlich von der ESU. Ich bin auf der richtigen Spur. Wenn ich die verfolgen kann, bin ich am Aufnahmeort des Fotos. Backsteinhäuser, sehen wir hier. Hochbahn könnte Harlem bedeuten. Ach. Nee. Waren wir doch hier richtig? Keine verdorbenen Studenten, aber sie scheinen hier gewesen zu sein.
Was ist passiert? Ein Haufen Wahnsinniger ist ausgerastet. Die waren high oder so, sind die Straße hochgerannt. Ich muss sie finden, bevor sie jemanden ernsthaft verletzen. Hilfe! Ist da jemand? Da sind sie. Beenden wir das. Du kannst ihn haben. Er beschützt mich. Er hat mich für deine Sicherheit. Er wird auch nicht sein Verräter. Lee hat viele Leute auf der Halloween-Party verdorben. Zieh die Haut ab. Zeig die Wahrheit darunter. Du bist ein... Sie sind über... Je schneller ich euch wieder in Ordnung bringe, desto besser. Die Musik in der Fisch werde nicht töten. Dort liegen die Antworten. Du bist ein Monster, wie alle anderen. Wir wohnen überall um mich herum. Tür ist abgeschlossen. Keine Zeit für Höflichkeiten. Kaputtmacher. Ich glaube, das war's. Yay. Ich habe meinen Latte getrunken. Und an den Überfall von damals gedacht. Und diese Menschenmenge gesehen. Und es war, als ob ein Schalter umgelegt würde. Alles ist jetzt gut. Aber du solltest auf entkoffiniert umsteigen. Blöder Witz. Oh. Vielleicht die nächste Nebenquest. Du bist viel kleiner, als ich dachte. Wieder der. Hey Spider-Man, es gibt noch einen vermissten Studenten. Der letzte Vermisste ist Steve Hopkins. Ich mache mir um ihn Sorgen, weil ein paar Jungs von Tombstones Gang angefangen haben, in seiner Nachbarschaft Geschäfte zu machen. Schlecht. Steve hat das gehasst. Es ist eine gute Gegend, aber er war zu ängstlich, was zu tun. Wenn er verdorben ist, lässt er vielleicht seine Wut raus. Aber sie werden ihm wehtun. Das Foto hat Steve zuletzt hochgeladen, bevor er verschwand. Ich konnte nichts Aktuelleres finden. Puh. Sieht nach der Upper West Side aus. Ich glaube, ich muss Richtung Norden. Hier irgendwo, oder? Oder Harlem. Ja, hier irgendwo sein, oder? Upper West Side ist das hier. Aber es müsste dann doch eher das hier sein, oder das hier? Eins von beiden. Egal. Die Richtung. Philipp, was weißt du über Steve? Er ist klein, würde keiner Fliege was tun und könnte es auch nicht, selbst wenn er wollte. Die Dealer könnten ihn platt machen. Und ein kleiner Kerl brennt schneller aus. Ich beeil mich lieber. Wenn ich einen Park auf der Westside am Wasser finde, hilft mir das, den Ort zu finden. Am Wasser? Dann eher hier. Also irgendwo hier in diesem Bereich. Gucken wir mal hier an. Dann bringe ich mich da entlang. Also die generelle Richtung war trotzdem richtig. Ui.
Steve scheint viel Verantwortungsgefühl zu haben, aber keine Kraft. Hoffentlich bin ich rechtzeitig da. Tombstones Gang ist vielleicht nicht so unangreifbar wie ihr Boss, aber genauso mörderisch. Da ist der Park. Das Foto muss hier irgendwo aufgenommen worden sein. Das haben wir ja. Verdammt, Junge, bist du lebensmüde? Hey, Leute, zeigen wir es dem College-Jungen. Das ist für den verdorbenen Typ ein paar Nummern zu groß. Ich muss ihn erst retten, bevor ich ihn versorge. Die Typen sind bewaffnet. Vielleicht kriege ich manche ohne Aufsehen. Der Idiot muss auf Droge sein. Ich mach ihn kalt. Ich hab was. Mach ein Schläfchen. Hey, es ist Spider-Man! Feuer! Stehen auf den Boden! Ich beende das! Jungs, wir haben schlechte Karten. Netze gegen Pistolen. Ich bleib lieber bei Pistolen. Er ist bewusstlos. Bleib. Alles gut, Steve. Lass uns... Steve? Was soll das? Ich hab dich gerettet! Dämonen! Überall um mich herum! Jetzt muss ich wohl streng werden. Oh Gott! Was hab ich gemacht? Ich hatte immer ein Problem mit den Typen, aber heute wollte ich sie töten. Ich will gar nicht daran denken. Alles gut, du kannst nichts dafür. Gibt eine Menge Kohle, wenn wir den Grabesstaub auf der Straße verkaufen. Ja. Alles haben wir noch nicht. Hier 70, hier 70, da 70. Nochmal ein. Ups. Spider-Man, es gibt noch viel mehr vermisste Studenten. Hört das mal auf. Treffen in der Partierclub statt. Alle sind auf einmal verschwunden. Ein koordinierter Angriff. Die Sache eskaliert. Wo war Ihr letzter Aufenthaltsort? Ihr Präsident Harold ist auf einem Touristen-Fotostream zu sehen. Die Brooklyn Bridge ist definitiv auf dem Foto. Doch hier sein, oder? Ist das die Brooklyn? Nee, ist die Queens. Nee, hier. Da ist die Brooklyn Bridge. Ja, hier genau die Straße ab. Also hier irgendwo. Du machst mir Angst. Was gibt's? Oh mein Gott. Das ist definitiv. Die Brooklyn Bridge liegt am südöstlichen Ende der Insel.
Oh, ich beeil mich lieber. Das müssen der Laster verliert Benzin. Wenn er explodiert, geht das ganze Viertel hoch. Sobald sie den Laster treffen, schlägt es Funken. Habt ihr nichts Besseres zu tun, als euch in die Luft zu jagen? Mach das doch mal. Die Musik in der Finsternis. Und das war's. Der Tank hält nicht. Ich muss sie vom Wagen fernhalten. Ja, du hast recht. Ich werde dich töten, alle sterben. Falls ihr unsicher seid, entzündbar und entzündlich ist dasselbe. Danke. Ich wusste, dass es falsch war. Aber ich konnte nicht aufhören. Klingt nach einem typischen College-Studenten. Es ist alles in Ordnung. Okay, viele noch. Zwischen Verschwörungstheoretikern und Leuten, die ein klares Muster erkennen. Auf diesem Grat stehe ich. Und ich bin mir sicher, Gemeinsamkeiten zwischen den Dämonenangriffen auf Oscorp und Norman Osborn zu sehen. Das Motiv? Wahnsinnige, haben selten Motive. Aber es ist wohl kein Zufall, dass sie sowohl eine Säule unserer Unternehmenswelt als auch das Zentrum unserer Stadtregierung angreifen. Das ist ein Angriff auf unsere Lebensweise. Und davor habe ich immer gewarnt. Wer mir zugehört hat, ist bereit. Für alle anderen bete ich. Mhm. Spider-Man. Spider-Man, wir haben eine Krisensituation. Das Football-Team hatte ein Auswärtsspiel und kam nie zurück. Man hat nur die leeren Busse gefunden. Team, Fans, Betreuer. Lee hat eine Armee am Start. Gibt es Spuren? Jemand hat den Quarterback Brad Davis erkannt. Hat ein Foto gepostet. Warte, das sieht aus wie der Bogen am Washington Square. Das ist doch neben der ESU. Das ist der Washington Square Park. Direkt neben dem Campus. Das war gerade weit weg gewesen. Die sind wie ein Rudel Wölfe. Je länger das dauert, desto eher gibt es Tote. Du kannst mit... Ich kann und werde. Spieler sind noch mal im Team? Du bist einer von ihnen, aber ich töte dich. Zieh die Haut ab, zeig die Wahrheit darunter. Ich werde dich töten! Du bist ein Monster!
Zum ersten Mal wünschte ich, unser Team hätte weniger Fans. Den will ich doch gar nicht. Ich will den. Du bist einer von ihnen. Ich schlag dir den Schädel ein. Du bist ein Monster, wie alle anderen. Wow. Geh mal weg hier. Gegen Stealth auch so hartnäckig gewesen wären. Ich bin ein Schatten. Du kannst mich nicht. Musik in der Finsternis. Dort liegen die Antworten. Ich hasse dich. Ich hasse euch. Wir wohnen überall um mich. Ist es endlich vorbei? Das war irre. Ich war irre. Du bist nicht der Erste, dem das passiert. Die Ärzte haben die anderen untersucht und zum Glück keine bleibenden Schäden festgestellt. Danke. Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Schlag die Wildcats am Samstag und wir sind quitt. Geschafft! Alle vermissten Studenten sind wieder da. Das ist gut. Vielleicht ist bald alles wieder beim Alten. Ich vermisse das Alte. Ganz deiner Meinung, Kumpel. Sehr gut. So, Otto, ich komm. Wenn nicht noch irgendwas dazwischen kommt. Schauen wir mal. Bin da. Hey, tut mir leid, bin zu spät. Morgen, Parker. Ist es Abend? Na, ist egal. Checken Sie die Neurosensoren, ja? Die müssen schneller reagieren. Bin dran. Unter 3 Millisekunden wäre gut. Moment. Das Gerät braucht 2 Teile, um zu funktionieren. Das erste ist eine typische Prothese, ein modulares System aus Mikrokabeln, das jegliche Form annehmen kann, was immer sich der Benutzer vorstellen kann. Der zweite, und das, Peter, ist das Geniale, ist eine direkte neurale Schnittstelle. Eine Abzweigung geradewegs in die Basalganglien. Entfesselt das Hirn vom Gedanken zur Realität.
Das geht weit über Gliedmaßenersatz hinaus. Wir alle werden von den Fesseln unserer Körper befreit. Wie ihr Freund mit den Netzen. Bald können wir alle unsere verrücktesten Fantasien leben. Ob das so gut ist, wenn das jeder kann? Wie läuft es, Peter? Jawohl. Wollen wir mal sehen. Okay. Das wäre schon mal das. Wird das. So. Ich hab's. Nächstes. Zeit für ein bisschen Wissenschaft. Ui. Ups, das ist... So viel hier. Er macht den weg. So. Nee. Das ist von Anfang. Das ist ein bisschen kniffliger jetzt.
Und das. Da. Jetzt Hitler. Das sieht gut aus. Jawohl. War geschafft. Doc liebt die. Er hatte sie an der Universität bei der Arbeit mit radioaktiven Isotopen auf. Er sagt, durch sie bleibe er demütig. Okay. Das ist er, unser Durchbruch. Die neurale Schnittstelle wird Octavius Industries bekannt machen. Wenn du meinst? Was ist das, Doc? So ein Material habe ich noch nie gesehen. Dient zum Verschweißen, unglaublich, was? Die magnetische Isolierung begrenzt die Kreuzkontamination zwischen der neuralen Schnittstelle und den Armen. Ja, sein Anzug. Wir haben die Brille, sein Anzug. Dauert es nicht mehr lang. Ja. Wieder weitere Sachen finden. Peter schöpft Verdacht. Er verbirgt es, aber ich spüre es. Er hat das Zucken bemerkt, die Verschlechterung meiner Feinmotorik. Naja, ich wollte ja ein Genie zum Assistenten. Natürlich weiß er es. Ich brauche mehr Zeit. Meine Arbeit kann das Leben von Millionen verbessern. Millionen von Leben retten. Auch mein eigenes. Ich brauche nur mehr Zeit. Ja, aber jetzt fängt er an, Sachen zu überstürzen. Ah, oh, da sind schon die Tentakel. Hm. Ja. Arme von Otto Octavius. Ok, ok. Tja. Das kann nur schief gehen. Okay, vielleicht eine Optimierung des Lastrelais. Okay. Bitte zurück machen, okay. Nur noch so eins. Okay. Das war jetzt ja sehr leicht. Okay, und jetzt? Da ist wohl irgendein Widerstand im Neurosensorkreis. Hitler. Ups. Hm.
Fertig. Das Störverhältnis ist echt brutal. Ein neuer Signalprozessor reduziert den Lag. Uff. So. Das passt. Hab es, Doc. 2,8 Millisekunden. Gute Arbeit, Peter. Ja. Beeindruckend. Das könnte man kleinen Erfolg nennen. Ich würde das eher unglaublich nennen. Brauchen Sie Hilfe? Ja. Doktor, was fehlt Ihnen? Ist das so offensichtlich? Meine Ärzte nennen es degenerative neurologische Störung. Vermutlich durch den Umgang mit toxischen Chemikalien in meiner wilden Jugend. Das tut mir leid. Kann ich irgendwas tun? Sie tun schon was. Das Schlimmste daran ist, es betrifft ausschließlich die Muskulatur. Der Geist arbeitet weiter, aber... kann nicht mehr handeln. Nur Sie wissen davon, Peter. Ich möchte, dass das so bleibt. Selbstverständlich. Vielleicht suchen Sie sich lieber etwas mit mehr Zukunft. Der Grund, warum ich hier arbeite, ist das, was Sie hier oben haben. Und das verschwindet nicht. Und ich auch nicht. Ich mag diese Mentore-Geschichte mit Otto. Oh, Peter, bevor ich es vergesse. Es gibt da einen faszinierenden Artikel über Möglichkeiten für die neurale Schnittstelle. Ich schaue es mir an. Danke, Doc. Machen wir gleich, aber erst in der nächsten Folge. Ich sage danke fürs Zusehen, hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr wisst, ihr liken und subscriben, du hättest wenn ihr es noch nicht, weil ich schon längst getan habe, die Notation wieder aktivieren, dass du weißt, dass ihr mehr von uns sehen wollt. Oh, schade, ich kann jetzt nicht die weiteren machen. Na, egal. Wenn YouTube euch nicht benachrichtigen sollte, dann top up der Twitter-Account von Dennis, den ihr in Follower drücken könnt und einen Stern, dass alle Features gezeigt werden. Ganz bis zur nächsten Folge. Ciao!